Moin liebe Freunde, was geht ab und willkommen zu einem neuen Valorant Update Video für alle Leute, die, wie ich zum Beispiel, so unglaublich auf dieses Spiel warten. Wherever they run, I will find them. Take flight. Nailed them. Last player standing. One enemy remaining. Revealing area. Clutch. No more to oppose us. Riot hat über ihre offiziellen Social-Media-Kanäle nämlich Sova mit erstem Gameplay-Material versorgt. Vom Stil her klingt der Name Sova nicht wie ein russischer Agent, sondern sieht auch so aus bzw. wird so vermarktet. Und auch seine Fähigkeiten könnten aus einem coolen Agentenfilm stammen. Vier Stück gibt's wieder an der Zahl und diese sind im Endeffekt darauf spezialisiert, Gegner zu orten und möglichst effektiv aus dem Hinterhalt zu eliminieren. Oder eigentlich vielmehr, den Hinterhalt des Gegners vorab schon sichtbar zu machen. Aber alles der Reihe nach. Seine erste Fähigkeit ist der Shock Bolt. Ihr feuert einen Pfeil, dieser trifft auf, explodiert am Aufprallort in einer runden elektrischen Explosion und schädigt die Gegner. Klingt sehr simpel, ist es auch. Die zweite Fähigkeit von Sova ist da etwas spezifischer. Das ist die Eulendrohne bzw. Owl Drone. Ihr setzt aus eurer Hand eine Drohne frei, die schwebt dann über den Boden, könnt ihr selber steuern. Und wenn ihr Gegner seht, könnt ihr die mit einem kleinen Dartpfeil rot markieren. Und dann erscheint ein roter Kreis, der durch Wände zu sehen ist, für euch und eure Mitspieler für ein paar Sekunden. Das heißt hier, auch in Anbetracht der Tatsache, dass es Wallbangs in dem Spiel gibt, das heißt ihr könnt durch Wände schießen, ist es eine unglaublich krasse Fähigkeit. Minuspunkt dabei, ihr könnt natürlich euren Charakter währenddessen nicht selber steuern, das heißt ihr seid relativ schutzlos ausgeliefert und diese Eulendrohne kann auch zerstört werden. Die ist für einen gewissen Zeitraum da, das sind ein paar Sekunden, dementsprechend wenn euch ein Gegner sieht mit der Eulendrohne oder beziehungsweise die Eulendrohne sieht, kann er relativ auch leicht darauf schließen, wo ihr ungefähr seid. Trotz alledem eine unglaublich wichtige und mächtige Fähigkeit. Aber noch viel krasser wird es bei seiner Signature-Fähigkeit, der Recon Bolt. Und das ist, als ich das gesehen habe, absolut insane. Ihr nehmt euren Bogen, einen Pfeil und feuert wie so ein kleiner Armor einen Pfeil ab in ein Gebiet, wo ihr Gegner vermutet. Ungleich wie bei Armor müsst ihr jetzt nicht aufpassen, dass der Gegner sich in euch verliebt, sondern der Pfeil setzt am Aufprallort eine quasi Sonarwelle frei. Diese macht Gegner wie in einer Art Thermalsicht durch Wände für ein paar Sekunden sichtbar. A ist das Ding super schnell abzufeuern, B ist diese Thermalsicht super präzise, wie ihr seht. Und C, in Kombination mit den Wallbangs, also dass ihr durch Wände schießen könnt, ist das für mich, das ist ein fucking Wallhack. Ich weiß, sowas gibt es bei Apex und sowas gibt es auch bei Overwatch. Dort gibt es aber keine Wallbangs. Und wir wissen auch, in Counter-Strike sind sogenannte Wallhacker die wahrscheinlich am wenigsten geachteten Menschen der Welt. Vielleicht neben Leuten, die 16 Runden am Stück Rush B rufen, aber das ist ein anderes Thema. Als ich das gestern gesehen habe, sind bei mir extrem die Alarmglocken geläutet, weil ich mir selber nicht vorstellen kann, wie sie so etwas balancen können. Der Pfeil, der quasi aufkommt, er ist zwar zerstörbar, aber alleine das Wissen, schnell genug zu reagieren bei neuen Spielern, wie auch in dem Trailer gesehen, macht es einfach zu einer fantastisch mächtigen Waffe. Was an für sich schon krass wäre, aber im Vergleich dazu, was andere Charaktere können, wie zum Beispiel bei unserem letzten Charakter Spotlight von Viper, finde ich das hier von Sova einfach nur absolut overpowered. Hier muss man aber bei sagen, Riot hat unglaublich viel E-Sport-Erfahrung und ein Spiel, was so auf den E-Sport wie Valorant getrimmt scheint, ich kann mir nicht vorstellen, dass da sowas unbalanced an Fähigkeiten von Anfang an reingeknallt wird und das auch noch so öffentlich gezeigt wird. Das wird denen auch aufgefallen sein. Ich bin dementsprechend gespannt, wie sie es lösen, ob es eine unglaublich hohe Abklingzeit hat oder irgendwas anderes an negativem Impact da reinspielt. Wir werden sehen. Aber was man davon hält, das ist vielleicht auch eine Frage für euch in die Kommentare. Aber Leute, last but not least, die vierte Fähigkeit, die dürfen wir natürlich auch nicht vergessen. Und das ist Hunter's Fury. Ihr verschießt über die komplette Map drei verschiedene Energy Bowls, das heißt Energiestrahlen, die in verschiedene Richtungen gehen, die jeden Gegner, der sie trifft, extrem schädigt. Leider Gottes gibt es davon noch kein Gameplay-Material. Wir können uns also nur vorstellen, was das ungefähr bedeuten mag. Ich persönlich kann mir nicht vorstellen, dass sie super random sind, sondern sich auch irgendwo ihr Ziel suchen oder man vorher was anvisieren muss. Die Frage ist auch hier, muss ich vielleicht zielen durch die Wand, suchen die ihre Ziele selber? Das ist alles noch ein sehr, sehr großes Fragezeichen. Alles in allem muss man sagen, Sova wirkt wie ein unglaublich mächtiger Charakter in den richtigen Händen. Ich kann mir hier auch vorstellen, dass das besonders ein Charakter wird, der in höheren Elo-Bereichen gespielt wird.
einfach weil punktuell eingesetzte Fähigkeiten einen unglaublich großen Vorteil für das Team bedeuten können. Scouting-Fähigkeiten und der richtige Umgang damit bedeutet Wissen. In 99% der E-Sport-Titel ist Wissen und Information, wo sich Gegner verstecken, ob bei CSGO, League of Legends, PUBG oder sonst wo, immer mit Erfolg gekoppelt. Was haltet ihr von sowas? Sagt ihr, ey, so cool ist er gar nicht? Oder haltet ihr Mütterchen Russland die Stange? Schreibt es mir noch unten in die Kommentare, Bliat. Ansonsten könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben da lassen, würde mich sehr, sehr freuen. Und bei mir im Stream vorbeischauen, den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ich spiele momentan wirklich jeden Abend Shooter ohne Ende. Ich glaube Call of Duty, wenn das Video hier rauskommt, momentan Warzone, voll im Hype. Ansonsten natürlich auch Valorant, wenn rausgekommen ist. Das ist alles möglich, guckt auf jeden Fall vorbei. Ihr könnt natürlich auch gerne abonnieren, um nichts mehr zu verpassen und die Glocke aktivieren. Das würde ich aus meiner Sicht empfehlen, ja, weil dann kriegt ihr eine Benachrichtigung auf euer Handy. So, yo, der hat gerade ein Video hochgeladen und vielleicht ist da ja bald was Neues bei zu Valorant. Wer weiß das schon? Ich nicht, aber wir werden es zusammen rausfinden. In diesem Sinne, haut rein, bis zum nächsten Video, euer Buddy.